die flauschigsten Rasenmäher Ostfrieslands. Schafe. Zu den Deichen an der Küste gehören sie fest dazu. Schließlich pflegen sie die Deiche, die ihnen mit einer Länge von mehr als 200 Kilometern und einer Höhe von 8 Metern ganz schön viel Weidefläche bieten. Die Wiederkäuer halten das Gras mit ihren 32 Zähnen, so viel hat der Mensch übrigens auch, kurz. Am besten schmeckt Gras ihnen, wenn die Halme etwa 15 cm lang sind, denn dann enthalten sie besonders viele Nährstoffe. Der unermüdliche Einsatz der wolligen Paarhufer macht den Grasboden dichter. Außerdem wachsen die Graswurzeln durch das regelmäßige Abrupfen stärker. Und das macht den Deich widerstandsfähiger, sodass ihm Sturmfluten weniger anhaben können. Dabei hilft es übrigens auch, dass die Schafe den Boden mit ihren Hufen festtrampeln. In ganz Ostfriesland sind laut der Tierseuchenkasse fast 21.500 Schafe unterwegs. Die meisten gehören zum Landkreis Leer. Die wenigsten hat Emden. Zwar hat Leer die meisten Schafe, aber die meisten der fast 1000 Schafbetriebe gibt es laut Tierseuchenkasse im Landkreis Aurich. Die Herden sind unterschiedlich groß. Im Schnitt bestehen sie in Ostfriesland aus 21 Schafen. Und die gehören zu verschiedenen Rassen. Rund 50 verschiedene gibt es in Deutschland. Das ist zum Beispiel ein ostfriesisches Milchschaf. Es wird seit Ende des 19. Jahrhunderts gezüchtet. Die männlichen Tiere dieser Rasse erreichen ein Gewicht von 110 bis 130 Kilogramm. Ein Mutterschaf kommt auf 70 bis 100 Kilogramm. Im Sommer und Herbst geben ostfriesische Milchschafe 1 bis 1,5 Liter Milch am Tag. Im gesamten Jahr kommen bis zu 600 Liter Milch zusammen. Im Vergleich, eine Kuh gibt ungefähr 24 Liter Milch am Tag. Im Jahr wären das mehr als 8.700 Liter. Neben Milch produzieren Schafe auch Wolle. Bei bis zu 2 Friseurbesuchen sind es 5 bis 7 Kilogramm im Jahr. Das Wetter ist Schafen übrigens völlig egal, solange sie gut versorgt sind. Dann kann es heiß und trocken oder nass und bitterkalt sein. Die wolligen Vierbeiner sind perfekt klimatisiert und damit sehr robust.